So, jetzt sind wir bereits schon live. Man kann uns hören, also aufpassen, was du jetzt sagst. Das kann sonst alles jetzt gegen dich verwendet werden. So. Hast du schon mal eine Aussage getätigt, von der du sagst, von wegen, ach Gott, die hätte ich vielleicht mal nicht sagen sollen? Oder? Eher nicht. Eher nicht. Eher nicht. Ich hätte sein können. Guck mal, hier sind wir auch schon. Und dieses Video, wenn du jetzt Lust hast, kannst du dieses Video nehmen und dieses Video jetzt nochmal teilen. Weiß mal, weil noch können die Leute dann live zugucken. Also, und ich gehe auf Facebook. Genau, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen habe ich dich am Anfang mit Doppel-R und mich mit Doppel-M geschrieben. Das verstehe ich überhaupt nicht. Dabei haben wir den Wein noch gar nicht gekostet. Ja, Naumannund. Naumannund. Oh, du hast jetzt einen längeren Nachnamen. Also, und passt dir wahrscheinlich zum Essen, was wir heute machen werden. So, das heißt, ich muss jetzt dich suchen. Genau, ja, nicht den Kochtalk, sondern auf mein Profil, Margot Schlönske, nur musst du gehen. Alle, die uns jetzt zugucken, dürfen das auch schon machen im Übrigen. Fällt mir aber gerade ein. Ihr dürft jetzt dieses Video teilen. So, genau. Jetzt suchst du das Video. Da gehst du weiter runter, da gehst du weiter runter. Weiter runter, da ist es schon, genau. Das ist es. Jetzt muss ich hier drauf tippen. Und dann kannst du das. Da musst du jetzt einen Teil unten drücken. Genau. Oh, jetzt haben wir ein schönes Echo. Jetzt hören wir uns selbst. Du kannst als Beitrag teilen. Und dann kannst du. Ja, dann kannst du es posten, genau, richtig. Das ist es dann auch schon. Wunderbar. Das war es schon. So. Oh, jetzt haben wir die Musik drüber doppelt. Ich lese mal ganz kurz vor. Hier gibt es ja schon die ersten Grüße. Diesmal war der Andreas Brenner der Erste. Grüße zurück. Andreas Reinsdorf. Heute wird es eine Andreas-Runde, ich merke schon. Max Granse ist da. Okay, liebe Grüße auch Marcel Langpack. Mirko ist wieder mit dabei. Und Mike schaut zu. Nicole schaut zu. Guck mal, der Reinhard Naumann schaut zu. Kannst du den? Und Lars, ja? Sehr geschätzt in seiner Arbeit für die Menschen mit HIV und AIDS über drei Dekaden. Oh mein Gott, ja, wichtige Arbeit. Sehr wichtige Arbeit. Frank Maik, ja, hier, genau, der Lars, richtig, genau. Saskia Zimmer ist mit dabei. Regina ist auch wieder mit dabei. Andreas André. Juhu, hello, Grüße zurück. Hallo René. René, genau. Auch Ingeborg Weichert hat es geschafft. Grüße nach Weißensee, du hast es geschafft. Wird zwar schwierig, heute das Video zu finden, hat sie gesagt. Dann, ach, guck mal, Martin ist auch da. Und das Ausland, Amsterdam. Das Ausland, genau. Du kennst die auch, ne? So, Andreas André, hat sie, glaube ich, schon gesagt, oder? Genau, Grüße aus Amsterdam. Michael Schäffler, Max Granse nochmal, Tibor Wolf. Ach, mein Gott, das sind ja immer mehr. Toll, Achtung und... Hallo und herzlich willkommen zu Margot Schlönskes Kochtalk. Oh Gott, ich habe den Tisch angebumst. Margot Schlönskes Kochtalk, Folge 43. Heute mit dem bezaubernden Gast, jetzt musst du mir helfen, die ist die richtige Ansprache. Eure Exzellenz, seine Majestät, hochwohlgeboren und euer Gnaden, Bezirksbürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinhard Naumann. Einfach nur Bezirksbürgermeister, wir sind eine Demokratie. Ja. Bezirksbürgermeister. Also Hochwürden haben mich die Kollegen damals in meinem Postjob genannt und der Hintergrund war, ich war evangelischer Pfarrerssohn und insofern war das eine hübsche Bezeichnung. Hochwürden. Hochwürden. Evangelischer Pfarrerssohn. Hier auch in Berlin allgemein, ne? Ja, genau. Ja? Also ich bin ja im Waldfriede-Krankenhaus an der Krumme Lanke geboren und als mein Vater nach dem Vikariat die erste Pfarrstelle angetreten hat, ging es ab nach Charlottenburg-Nord. Und seitdem bin ich in der City West zu Hause. Bohr in der Wunde noch rum, dass du weißt, in welchem Krankenhaus du geboren wurdest. Er weiß nämlich, wir hatten eben gerade das Thema schon, ich wusste nicht, in welchem Krankenhaus ich geboren worden bin. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin durch Knospunk entstanden und brauchte daher kein Krankenhaus. Aber es wird im Nachgang geklärt. Vielleicht war es ja auch eine Hausgeburt. Ja, nee, das war es garantiert nicht. Es war ein Krankenhaus. Also ich überlege nur gerade, weil ich bin groß geworden, bin ich am Spandauer Damm gegenüber vom Krankenhaus Neuwestend. Ich weiß nur, das ist nicht das Krankenhaus, in dem ich geboren worden bin. Vielleicht war es die berühmte Pulsklinik um die Ecke. Das könnte es auch gewesen sein. Dann schon fast Schloss Charlottenburg. Ach Mensch, ja. Wer weiß, wer weiß.
Auf jeden Fall bin ich auch eine gebürtige dann Charlottenburgerin. Zumindest habe ich die ersten Lebensjahre dort verbracht. Und ich bin gerne auf Auslandsbesuch in Schöneberg. Willkommen in Schöneberg. Merci beaucoup. Hier in der gefährlichen Gegend von Berlin. Fühlst du dich noch wohl? Unbedingt. War es gefährlich draußen auf der Straße? Na, ich kam ja vom Tag der offenen Tür der Berliner Polizei. Insofern habe ich ein bisschen Sicherheitsgefühl. Ja, und beste Grüße der Polizeipräsidentin Dr. Slowik mitgebracht für den Kochtalk. Ja, liebe Grüße zurück. Vielleicht hier auch mal demnächst als Gästin. Ich würde mich freuen. Wir gucken dieses Jahr nicht mehr. Ich habe keine Zeit mehr dieses Jahr. Aber 2020 habe ich noch ein bisschen Platz. Da gucken wir mal. Da stellst du den Kontakt dann her. Ne? Nach der Staffel ist vor der Staffel. Nacht ist sowieso, ja. Aber nächste Staffel wird sich ganz viel ändern. Das wird noch sehr interessant werden nächstes Jahr. Dazu später mehr. Jetzt geht es erstmal darum, was machen wir denn heute? Kochen und vom Ansatz her darf ja der Gast ein Rezept mitbringen. Ja. Und ich habe mich für etwas Saisonales entschieden. Ich bin absoluter Pilzfan und Pfifferlinge sind angesagt. Sie sind heute der Star des Abends, ergänzt durch Rinderfiletspitzen und natürlich mit Blick auf das manchmal ja doch zu stabilisierende Hüftgold, natürlich nur bei mir, werden wir auch ein bisschen Creme Fraiche mit hineinpacken und der Weißwein wird verfeinern. Super, es klingt wahnsinnig lecker. Als ich das Rezept gelesen habe, dachte ich, super, etwas, wo ich alle Zutaten auch wieder esse, weil ich hatte bisher immer Gäste gehabt, die immer irgendwelche Sachen reingepackt haben, die ich nicht esse. Es war ganz schwierig immer. Und endlich mal einer, der richtig nach meinem Geschmack kocht, das ist sehr viel wert. Das war intuitiv, lieber Margot. Das war sehr viel wert. Wir kennen uns ja auch schon Ewigkeiten, du wusstest das wahrscheinlich alles schon. Weißt du eigentlich, seit wann wir uns kennen? Nee, weißt du es? Ich nicht so ganz genau aufs Jahr genau, aber ich war... Ich war sehr jung und du warst auch jünger auf jeden Fall als heute. Es war ein Moment, also ich weiß auf jeden Fall, Klaus Bobereit war bereits regierender Bürgermeister von Berlin und Schröder war noch Bundeskanzler. Okay. Und er kam zu einem Berlin-Besuch hierher und da hattest du mich mitgenommen als deine Begleitung damals. Unglaublich. Ja. Und wir saßen dann vorne erste Reihe und dann kam der Schröder und hat mir dann die Hand gegeben. Und du hast es überlebt. Ich habe es überlebt. Ja, das war auch. Ja, Gottes Willen. Nur also jetzt im Augenblick ist die SPD dabei, so zu versuchen, Schröder zu überleben. Das. Das war jetzt aber nicht abgesprochen. Überhaupt nicht. Ich hatte einen Parteikollegen von dir, der hat was mit den Jusos näher zu tun, nennt sich Kevin. Und den habe ich kurz gefragt, ob ihn denn Andrea öfter mal anrufen würde und sagen würde, jetzt halt mal die Klappe und so. Und seine Reaktion auf meine Frage war: Wer ist Andrea? Ich meine, du, das ist eine Parteivorsitzende, aber musst du nicht mehr merken, sie wird es wohl nicht mehr lange bleiben. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ich so recht behalten würde an der Stelle. Das war vor über einem Jahr gewesen. Da hat sich auch schon wieder was getan dort. Hast du auch deine Intuition? Absolut. Hattest du damit geliebäugelt, Parteivorsitzender zu werden? Nee, tatsächlich ging es mir immer darum, wohl wissen, dass natürlich auch diese Parteifunktionen ihre Bedeutung und Wichtigkeit haben, aber am Ende doch draußen bei den Menschen zu sein. Ja. Von daher ist das ja jetzt auch mit dem Bürgermeister gut und richtig so. Und du bist viel unterwegs, darüber haben wir schon gesprochen. Wie fangen wir an mit dem Kochen? Weil das ist jetzt erstmal wichtig, sonst schaffen wir das nicht. Also, wir haben wunderbare, gute Butter. Ja. Und vorweg müssen die Zwiebeln ein bisschen glasig geschmuggelt werden. Ihr werdet uns wieder liegen, wir braten natürlich wieder. Wenn wir braten, müssen wir ganz, ganz laut sein. Also beim Sprechen meine ich, wir müssen ganz, ganz laut sprechen. Oh, jetzt muss ich hier ganz viele Dinge erstmal wegräumen. Ach du grüne Neune. Gute Butter? Ja. Das ist richtig gute deutsche Markenbutter. Jetzt fällt hier alles auseinander. Manchmal werden ja Politiker gefragt, ob sie wissen, was 250 was Gramm Butter kostet. Was kostet denn eigentlich 250 Gramm Butter? Erzähl mir das doch mal bitte. Naja, da ich ab und zu ja doch, ich habe einen früher Kaisers Edeka vor meinem Rathaus und manchmal pushe ich da noch schnell rein und bringe noch was für zu Hause mit. Und von daher weiß ich das natürlich. Und was kostet die Butter aktuell? Das schwankt, welche Sorte man nimmt. Aber ich würde mal sagen, so zwischen 1,50 und 3 Euro. Das ist eine ziemlich gute Speise. Es ist teurer geworden, oder? Das recht. Ja, genau. Ja. Das war, früher gab es auch mal eine Butter irgendwie so für 1 Euro oder für 1,9, für 1,9,10. Ja, die Sonderangebote unter 1 Euro sind hart selten geworden, aber es hat auch sein Gutes, denn wir wollen ja auch, dass die Bauern, die das mit den Kühen ja bewerkstelligen, am Ende auch
einen guten Lohn haben. Ja, genau, die Kühe sollen anständig bezahlt werden. Damit du dich nicht schmutzig machst, wirst du von mir gleich, entschuldige mal, in deinem Rezept steht drin 80 Gramm. Ich darf mal ganz kurz zeigen, wo du die Markierung für 80 Gramm gemacht hast. Nee, das ist die Vormarkierung. Ach so, die Vormarkierung. Ja, ja, das erzählt er jetzt. Also, so. So, das sind 125 und entsprechend ziehe ich das jetzt ab. Voila. So. Super. Und ja, genau. Ich gehe dir ganz kurz an den Hals. Keine Sorge, ich mache es nicht zu eng. Manche sagen ja an die Wäsche, aber es gibt Wäsche. Das auch. Ja, aber wir wollen deine Wäsche jetzt schonen. Und deshalb kriegst du von mir diese wunderbare kleine Schürze. Mit der passenden Farbe. Sehr mit gut. Der passenden Farbe, genau. Ich dachte mir, das muss einfach so. Es ist nicht exakt die Parteifarbe, aber fast. Ich kann das, wenn du ganz kurz aufstehst, dann schnür ich dich von hinten auch zu. Dann schau ich mal. Oh Gott, Kühnchen. Ach, sieh einer mal an. Also es bleibt mehr Schnur übrig, als ich vermutet hatte. Wir sind ja noch vor dem Essen. Wir sind, ach, deshalb. Okay, gut. Zum Essen darfst du sie gerne wieder ausziehen. So. Schleife ist drin. Lieben Dank. Und wir sind wieder da für euch. So. Ach, ich dachte gerade, das Video hängt ein bisschen, aber du hast nur gestanden dort. So, ihr Lieben, ihr dürft natürlich mal Fragen an den Bürgermeister stellen. Wir werden die Fragen nachher alle beantworten. Einverstanden? Ja, gerne. Also ich mag ja Butter. Also für mich ist das ja super. So, jetzt musst du mir sagen, wie warm wir stellen sollen. 200 Grad, 180 Grad, 160 Grad oder ja, deutlich wärmer? Zu Hause habe ich keine Gradzahlen, sondern Nummern. So, wir gucken jetzt nochmal, ob das jetzt klappt mit Ton. So, schauen wir doch mal ganz kurz. Also, zur Not. Sind wir wieder mit Ton, Gott sei Dank. Wir sind wieder auf Sendung. Kindes. Also, wir sind wieder auf Sendung. Wir bringen euch mal auf den Stand der Dinge, ja. da die Pfifferlinge wirklich eine wunderbare Konsistenz und Größe haben, ja. Wird jetzt ein bisschen noch das Messer angelegt, ein bisschen geschnibbelt. Ja, wir hatten gerade ein bisschen gelästert, ob denn schon mal Politik hier eingeladen war und ob das jetzt nicht vielleicht ein der politische Gegner irgendwie die Kabel angeknabbert hat. Die haben sich alle verbündet und wollen uns hier fertig machen, aber da wäre ich jetzt auch als Kabarettist, würde ich sagen, dazu braucht die SPD zurzeit ja keinen politischen Gegner. Aber es gibt ja einige Regionen, in denen steht es ja um die SPD gar nicht so schlecht. Das muss man ja auch mal sagen. Es gibt ja durchaus Bereiche, wo sie ja, also Brandenburg haben sie doch relativ gut abgeschnitten im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt, oder? Also meine These ist insbesondere auf der Ebene der Kommunalpolitik und es gilt natürlich auch für die Landespolitik, rausgehen, kümmern, kümmern. Ja. Und was die Bundespolitik angeht,
Ich habe beim ersten Mal gegen die Große Koalition gestimmt. Ich habe beim zweiten Mal gegen die Große Koalition gestimmt. Es ist einfach demokratiepolitisch verheerend. Und immer wer den Hut auf hat und Merkel küsst dich halt wirklich zu Tode, hat eben am Ende die Prozentzahlen. Das ist nicht die SPD. Das ist wirklich so. Aber ich bin mal gespannt, wie es weitergehen wird. Ich finde es ja nach wie vor wichtig, dass man immer innerhalb einer Demokratie einen politischen Wechsel in regelmäßigen Abständen hat. Und zurzeit habe ich das Gefühl, wir haben da einen ganz großen Stillstand irgendwie. Da muss, glaube ich, nochmal ein Wechsel rein. Stichwort Wechsel. Ich komme jetzt mal mit, mit den Pfifferlingen, die Champignons. Champignons mit den, komm doch mal bitte, so, mit den Fliegenpilzen dazu. So, oh Gott. Oh mein Gott, das sind ja noch mehr. Soll ich mithelfen beim Schneiden? Das geht jetzt ratzfatz. Genau. Komm, da helfen wir ganz kurz. Muss ja noch ein bisschen mehr. So, und hier auch nochmal ein. So. Wann hast du dich eigentlich angefangen für Politik zu interessieren und wann hast du die parteipolitische Richtung entschieden? Ich bin in Charlottenburg-Nord aufgewachsen. Ja. Und das kennen viele gar nicht. Im nordöstlichsten Zipfel der City West befindet sich die Gedenkstätte Plötzensee. Dort haben die Nazis politische Gegner ermordet. Und ich bin durch die Arbeit meines Vaters in der Kirchengemeinde in der Gedenkregion Charlottenburg-Nord sehr frühzeitig, weit vor dem Geschichtsunterricht in der Schule, mit diesen Themenfeldern dieser schlimmen Historie in Berührung gekommen. Und es war für mich sehr, so wollte ich den nicht angefangen hier, sehr frühzeitig klar, Demokratie ist nur so stark, wie Menschen sich für sie einsetzen. Und ja, Ende der 70er Jahre, als ich dann 18, 19 wurde, war klar, ich will mich engagieren und bin dann in die SPD eingetreten. 79 war das. 79 damals. Und warum SPD und keine andere Partei? Also gut, so groß war die Auswahl damals ja jetzt ja nicht. Die Auswahl war tatsächlich noch etwas übersichtlicher als heute. Zum Beispiel waren die Grünen gerade erst in den Gründungsanfängen. In Berlin hieß das damals Alternative Liste. Unsere Familie war durch die Mauer getrennt. Und ich habe schon als kleiner Steppke so mit Besuch und Bananen und Kaffee in Ostberlin realisiert, dass die Ostpolitik, die Willy Brandt angestoßen hat, tatsächlich geeignet ist, Mauern zu überwinden. Und mit 12, das war 1972, Willy-Wahl, habe ich in der Legostadt unterm Weihnachtsbaum Wahlkampf gespielt. Ah. Ja, völlig heck. Für Willy Brandt, und Walter Scheel. So, und dann habe ich das unserer Organistin ganz stolz gezeigt und dachte, jetzt lobt die mich. Und dann hat sie mich ganz streng angeguckt und hat gesagt, da fehlt doch was. Und ich wusste sofort, was sie meinte. Ja. Sie meinte nämlich, die Opposition fehlt. Und pflichtschuldig habe ich dann noch, während Willy Brandt und Walter Scheel natürlich aus der Höhe zu in Farbe ausgeschnitten waren, ein Rainer Barzel in Schwarz-Weiß ausgeschnitten. Und Rainer Barzel wurde auf mein Lego-Gefängnis auf die Rückseite geklebt. Also das war damals dann mein Verständnis von demokratischer Vielfalt. Das hat sich jetzt ein bisschen gewandelt, hoffe ich, das Verständnis. Zumindest die Akzeptanz. Ja, unbedingt. Dass der politische Gegner nicht automatisch ins Gefängnis muss, auf die Rückseite vom Gefängnis. Nein, natürlich, natürlich nicht. Und ja. Wenn man auf der kommunalpolitischen Ebene an der Sache orientiert ist, dann führt es wie zum Beispiel gerade ganz aktuell beim Verabschieden des Haushaltsentwurfs für die nächsten zwei Jahre in der BVV dazu, Bezirksverordnetenversammlung, dass neben der rot-grün-roten Mehrheit zum Beispiel die CDU mit dazugestimmt hat. Haben wir als lange nicht gehabt. Auch nicht, das passiert auch nicht oft, dass sich das zu einer so großen Zusammenstimmung da kommt. Aber es hat einen Grund. Ja. Ich bin inzwischen wie ein Wanderprediger in dieser Stadt unterwegs. Ich finde, unser Miteinander im öffentlichen Raum gerät zunehmend unter die Räder.
LKWs machen Autos platt, Autos machen Radfahrende platt, Radfahrende machen Fußgänger platt und selbst untereinander begegnen wir uns mit immer weniger Respekt und Wertschätzung. Und Fußgänger töten Mücken. Das haben Insekten sterben, muss man auch darauf hinweisen. Ja, ob das jetzt an den Fußgängern liegt, lassen wir nochmal dahingestellt. Aber klare Ansage meinerseits ist, wir müssen uns als Gesellschaft schon nochmal überlegen, wo wollen wir damit eigentlich hin? Ich glaube, wir sollten ein bisschen runterfahren. Okay. Aber jetzt 100 Grad. So, ich wunderbar. Ich hoffe, wir reden laut genug. Ich habe extra einen Gast, der eine kräftige Stimme hat, eingeladen. Ich hoffe, ihr versteht, dass das Brutscheln genau, das übertönt. Übers Brutscheln hinwegreden kann. Und Andreas, ich wünsche dir eine schöne Nachtschicht. Dies ist ein Haar. Das ist ein Pfifferlinghaar. Ein Pfifferlinghaar ist es. Es ist weder deins noch meins. Für deins ist es zu kurz gewesen, für meins zu lang. Hätte auch eine falsche Farbe gehabt. Ja, aber zurück zur Wertschätzung. Ich finde, das ist nichts, was man bei Merkel oder Müller oder mir im Rathaus abgeben kann, sondern da sind wir schon selber gefordert, auch als Gesellschaft zu schauen, wie wollen wir respektvoller miteinander umgehen. Und dazu gehört, dass eben auch ein paar Regeln wieder stärker durchgesetzt werden. Deswegen mehr Ordnungsamt und Polizei auf die Straßen. Und wie, also wann besser gesagt, bist also 79 bist du in die SPD eingetreten, man muss die Partei auch mal beim Namen nennen. Und wann hast du beschlossen, jetzt werde ich Bürgermeister von einem Bezirk und dann nehme ich mal am besten Charlottenburg-Wilmersdorf? Also, die Berliner kennen das vielleicht noch. Es gab mal an einem Reuterplatz ein Berufsinformationszentrum, BITS genannt. Kennst du das? Ja, das kenne ich auch. Da war So, und da war man irgendwie 10 Minuten oder Viertelstunde drin mit einem Berufsberater, der wahrscheinlich damals jünger war, als ich heute bin. Ja. So, und der fragte so jovial, na junger Mann, was wollen wir denn mal werden? Und meine Antwort lautete, denn halt das Jahr vom Abitur habe ich mir schon darüber Gedanken gemacht, habe ich gesagt, Pfarrer oder Stadtrat. Und das Berufsbild meines Vaters kannte ich ja. Und den Stadtrat, das war tatsächlich die Kommunalpolitik, das Synonym dafür. Ja. Denn als Schülervertreter hatte ich schon mitgekriegt, dass es da einen CDU-Bildungsstadtrat gab, mit dem wir uns ziemlich angelegt hatten. Du warst auch noch Schülervertreter? Am Schillergymnasium in Charlottenburg. Sowas nennt man Streberbacke. Also bei uns zumindest. Ich habe es nur zum Schulsprecher geschafft. Sprecherin. Hm? Na, ich war es ja weniger. Aber gut, also in der Schulsprecher also, ist doch... Klassensprecher. Ach so, ja. Ne, und ja, sich engagieren halt. Okay. Und dann sind wir wieder bei der Demokratie. Eine starke Demokratie braucht. So, ich glaube, jetzt können wir langsam schon mal ablöschen. Ein bisschen ablöschen. Jetzt greifen wir mal zum wunderbaren. Eine starke Demokratie braucht einen Waldpilzfonds. Ja, ich merke auch, ihr habt es krachen lassen. Ja. Das ist jetzt deutsch-französische Freundschaft. Das, erstens das und zweitens. Darf man das erwähnen? Ja. Wir haben keine andere Firma gefunden. La Croix. Deutsch-französische Freundschaft, zumal. Stellt übrigens auch Mode her, La Croix. Ist das nicht Lacoste? Aber die trage ich nicht. Das ist was anderes. La Croix. So, jedenfalls passt das mit Deutsch-Französisch jetzt ganz wunderbar, weil ich gehöre zur seltenen Spezies, die Französisch als erste Fremdsprache gelernt haben. Wir sprechen jetzt natürlich von der Fremdsprache. Ne? Ja, das ist schon klar. Das ist ja klar. Ganz so platt sind wir da nicht. Meistens. Manchmal. Ab und zu. Also bei Leuten mit Anspruch nicht. Alles gut. Jetzt machen wir ein bisschen hoch, ne? Ja, also jetzt müssen wir das ein bisschen einköcheln. Ja. Und wir können auch schon ein bisschen von dem Weißwein dazugeben. Ein bisschen ablöschen mit Weißwein. So. Ja, und dass es dann letztlich nicht die theologische Laufbahn wurde, sonst wärst du vielleicht heute hier ein Superintendent oder ein Bischof, wer weiß. Hatte damit zu tun, dass ich 1979 in Nürnberg beim Evangelischen Kirchentag mit unserer Religionsgruppe war und mitbekam, dass in der hannoverschen Landeskirche zwei schwule Pfarrer, die sich gerade geoutet hatten, Berufsverbot bekommen haben. Ah. Und das hat mich nachhaltig verstört. Ich wusste mein schlummerndes Coming-out zu dem Zeitpunkt seit 2 Jahren, hatte das für mich aber selber auch noch gar nicht auf die Reihe gebracht, wegen Verlustangst, sozialer Akzeptanz und wollte nicht, dass eines Tages mir die Kirche vorschreibt, mit wem ich im Pfarrhaus zusammenleben darf oder nicht. Und von daher war das dann die entscheidende Weichenstellung, 1979, 80 die weltliche Laufbahn einzuschlagen, Jura zu studieren
und dann zu schauen, dass ich mich im politischen Bereich engagiere. Das ist die Geschichte, wie du dann Bezirksbürgermeister geworden bist. Da fehlt irgendwie noch was an der Stelle. Ja, man ist ja nicht gleich Bürgermeister, sondern 1989 bin ich ins Bezirksparlament von Charlottenburg gewählt worden, 1995 Fraktionsvorsitzender der SPD. Ihr Lieben, wir sind wieder da. Ich habe das Telefon jetzt mal ganz kurz in die Hand genommen, damit ihr mal eine andere Perspektive vom Kochtalk bekommen könnt. Hier ist der Reinhard übrigens. Hallo. Und so sieht unser Essen aus. Es köchelt noch vor sich hin. Und man kann da jetzt bereits schon hier zuschauen. Mal etwas andere Geschichte. Jetzt muss ich allerdings übers Essen hinwegsteigen und das Handy wieder an die Wand ranpacken. Aber ich dachte mir, wenn ich jetzt schon mal die Gelegenheit habe, Hier ist Dampf vor uns. Wenn ich die Gelegenheit habe, dann zeige ich euch mal ganz kurz die Küche. Ja, also sonst habe ich ja nie die Gelegenheit, wo bin ich denn hier zu sehen? Ja, sonst habe ich ja nie die Gelegenheit, euch mal die Küche zu zeigen. Wir haben ja viel darüber berichtet, aber das ist die Küche. So sieht sie aus. Im Chateau Schlönske. Im Chateau Schlönske, genau. So. Und damit jetzt einmal auch sieht, wie machen die das eigentlich? So sieht es bei uns aus. Ja, also hier sind ganz viele Informationen dran. Da ist das Rezept zum Beispiel. Also hier ist das Rezept. Da sind die Termine, wenn ihr mich nach Terminen überfragt. Und hier sind andere Informationen noch für mich. So sieht es aus bei uns, so köcheln wir. Jetzt habt ihr mal den Blick hinter die Kulissen. Habe ich ja sonst nie die Gelegenheit dazu, aber jetzt konnte ich es ja mal machen. Und jetzt hänge ich euch wieder an meine professionelle Kamera ein. Seid ihr noch da? Ja, okay, gut. Irrungen und Irrungen. Heute geht es ja wirklich hier. Aber die Pfifferlinge sind entspannt. Und drüber. Und es duftet sehr gut. Es ist wirklich sehr gut. Ein etwas anderer Kochtalk heute mal, aber sehr lecker. Technische Havarie einerseits, aber super Flavor, ja, was die Pilze angeht. Ne? Ja, toll. Toll. Oh Gott. Das ist großartig. Das ist wirklich toll. Manche sind ein bisschen schief, glaube ich. Aber macht das ist auch egal. So. Also, wir empfehlen mal zwischen den Poppersfläschchen Pfifferling. Es hat auf jeden Fall eine andere Wirkung. Oh weia. Was ist denn das für ein Thema hier, sag mal? Gesundheitspolitik macht doch nicht zufällig, oder? So. Schön, euch wieder zu hören. Oh ja, natürlich, ja. Ah, die Dunstabzugshaube, genau. Na endlich. Jetzt macht die Schlönske gleich wieder Yoga auf dem Tisch. Nein, das mache ich nicht. Das habe ich vor 2 Wochen gemacht. Yoga auf dem Tisch. Mein Gast hat Yoga gemacht. Okay. Und hat mir gleich 2, 3 Übungen gezeigt. Oder zumindest erklärt. Und eine muss ich dann hier auf dem Tisch machen. Das war ein Spaß. Das machen wir heute nicht. Aber hübsch ist auch von Frank. Kaum hat sich mal Fleisch in die Küche verlaufen, will der Ton weg. Ja, das hatten wir mal dahingestellt. Wir hatten schon überlegt, ob vielleicht hier, wie gesagt, politische Peilsender, weil du sagtest, bei Volker Beck gab es auch. Das war auch Irritationen, ja. Das ist genau das Gleiche. Also. Oder es ist, ja.
Wobei bei Volker, da war auch der Ton weg, da war auch das Bild weg, da war alles weg. Ein veganer Interventionstrupp. Ja, aber noch ist es ja vegan, oder? Zwiebel ist vegan, Pilze sind vegan. Ja, okay, nee, Butter ist nicht vegan, ist nur noch vegetarisch. Aber da lassen wir uns jetzt nicht beirren. Nein, überhaupt nicht. Guck mal, Matthias Kajalis schaut jetzt mittlerweile auch zu. So. Und was kommt da für fiese Kommentare? Ich sehe das doch schon wieder. Manuel Prinz kommt wieder mit kleinen Gehässigkeiten. Ich kann deine Ausgangspost nicht lesen, Manuel. Wir klären das unter uns. Und Franziska Tatjana Riepen, die hat gerne mal ein Joint dabei, wenn sie uns guckt. Das weiß ich, das sagt sie auch immer. Sie sagt, ich drehe mir ein. Und sie hat jetzt eine Pizza im Ofen, hat sie gerade gesagt. Sehr lecker. Also ich war 16, als mit drei Freunden in Langwitz hinter der Kirche am helllichten Tag ein Joint auf mich zulief. Ja? Aber die Kirche in Langwitz scheint offensichtlich berüchtigt dafür zu sein. Da haben offensichtlich sehr, sehr viele Leute schon ihre ersten Erfahrungen mit Drogen gemacht. Ja, ich aber nicht. Denn ich habe meinen Danke zu dem Joint gesagt und war total glücklich, denn ich empfand das schon als einen gewissen dynamischen Gruppenzwang. Ja. Aber ich habe mir einen Kopf gemacht, ich habe meinen Dank gesagt und der Joint wanderte ohne mich in eine andere Richtung. Es war völlig in Ordnung. Es wurde akzeptiert, dass ich meinen Danke gesagt hatte. Dass man kann Nein sagen. So, und das ist auch. Schau, ich bin jetzt ein paar Jährchen älter und wir sprechen jetzt 34. Hier beim Koch-Talk darüber, dass manchmal auch einfach eine eigene Meinung und eine Haltung Bestand haben kann. Du weißt, dass ich keinen Alkohol trinke. Ich nehme keinen Joy, auch sonst keine Drogen. Bis auf diese dumme Heroinangewohnheit hier, aber ansonsten nein, alles gut. Nee, nehme ich keine Drogen. Und ich sage immer nein. Ich kriege immer ein Schnapsangebot und sonst etwas, sage immer nein. Dann sage ich, ich trinke keinen Alkohol. Ich kriege immer sofort die Frage, warum trinkst du keinen Alkohol? Und ich denke immer, ich glaube, die Frage ist falsch. Die Frage sollte nicht heißen, warum trinke ich keinen Alkohol? Die Frage sollte heißen, warum trinkst du Alkohol? Finde ich ja. Aber ich trinke auch Alkohol, aber die Frage ist für mich und gar nicht die Ob-Frage, sondern in vielen Zusammenhängen die Wie im Sinne von Qualität und Menge. Masse ist eben in der Regel nicht klasse. Das, ja. Und in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel Straßenverkehr, verbietet es sich, weil man andere dann auch gefährden kann. Das sowieso. Du hast jetzt einen Blick in die Runde geworfen. Genau, weil ich jetzt weiß, welche Zutat kommt jetzt da noch rein. Und muss ich bereits schon die Nudeln irgendwie machen? Nein, um Himmels Willen. Das muss hier noch weiter schön schmuggeln. Es muss schmuggeln, alles klar. Weil wir dann ja zur wunderbaren Petersilie und noch dem Weißwein kommen. Alles klar. Und zur Sahne kommen wir noch nicht? Noch nicht. Noch nicht. Und zum Spand auch nicht. Das kommt am Ende. Das kommt am Ende. Ach, das kommt ja erst am fertigen Teil. Ja, schon sehr klar. Ja. Alles klar. Okay, ja gut. Ja, ich bin gespannt, was passiert. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Ich selber koche mir keine Pilze, witzigerweise. Das irgendwie mache ich mir irgendwie immer nicht. Ich esse die sehr, sehr gerne, aber ich koche sie mir irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Also wir haben vor gut 15 Jahren das Ferienhaus von meinem Vater in Schweden übernommen. Und wenn dann Zeit ist im Urlaub, ist unser Refugium von meinem Mann Markus und mir, dann sind auch schon mal wirklich Pfifferlinge, Pilze mit auf der Agenda. Sammelt ihr dann auch selbst? Oder? Nee, ich würde gerne, denn in den schwedischen Wäldern triffst du die reichlich an, aber das wäre mir zu risikoreich. Ich kenne mich da leider nicht aus. Das ist, ich war als Kind öfter in Österreich im Sommerurlaub und bin dort auch die Berge hochgekraxelt und habe dort sehr, sehr viele verschiedene Pilze gesehen und bin auch dann öfter mal mit der Herbergsmutter dort in den Wald hinein und dann hat sie mir auch gesagt, die Pilze ja, die Pilze nein und wir nehmen auch nur so und so viel und nicht alle und so weiter, müssen welche stehen bleiben und wir rupfen sie nicht raus, wir schneiden sie ab, wir lassen die Wurzeln drin und sowas, hat sie auch erklärt, warum, weshalb, damit es halt noch drin bleibt, wie nächste Generation Pilze dann kommen soll und es war süß, wie man so gesehen, wie die Pilze wirklich so kreisförmig gewachsen sind. Ich dachte immer, das ist ein Märchen, aber es ist wirklich so. Pilze können wirklich total kreisrund wachsen. Die sind gesellig. Ja, die machen so Ringe rein. Ringe Pilze mit anfassen. Ja, oder ohne anfassen. Unterirdisch fassen sich halt an. Abgesehen vom Kochtalk, kommt ihr denn ab und zu mal zum Kochen? Ja, und zwar regelmäßig einmal zu Weihnachten.
Gibt es da dann das Berliner Würstchen mit Kartoffelsalat-Rezept oder ist das dann schon... Nein, also mein Mann ist ja was Traditionelles. Mein Mann ist ja ein sehr, sehr guter, begnadeter Koch. Das kann der ja wirklich wahnsinnig gut. Also der ist eigentlich, müsste der ja hier sitzen und kochen, weil der kann das viel, viel besser noch als ich. Und, deswegen ja die Gäste. Ja, genau, deswegen kommen die Gäste, damit sie mich bekochen können. Ist eigentlich ein tolles Konzept, oder? Es ist genial, ich finde das genial. Ich rühre ab und zu mal ein bisschen zur Dekoration hier rum und ansonsten lasse ich die Gäste machen. Du hast auch die Pfifferlinge klein geschnitten. So, wir wollen mal festhalten, dass die Petersilie handgeklöppelt von Margot ist. Ne? Ja, wie ich. Handgeklöppelte Petersilie. Chaka, chaka. Mit einer Nagelschere habe ich jedes einzelne Blatt klein geschnippelt. Und das kommt so früh schon rein und wird unter. Ja, das darf jetzt ein bisschen mit. Ja, das ist ja hier nicht jetzt dogmatisch. Na, es gibt ja so Gerichte, da darf man die Petersilie nur obendrauf streuen nachher und eben nicht mit einkochen. Du meinst die Kartoffeln? Zum Beispiel. Kartoffelgerichte zum Beispiel, ja. Aber hier fällt ja auch nichts anderes ein. Hier wird ja Pasta dann dazu gegeben, ne? So, jetzt wollen wir, dass die Petersilie ein bisschen Frascati begrüßt. Hätte ich jetzt Schlösser Kaparka hier, hätte die Wodka genommen stattdessen. Und da wäre die Flasche auch garantiert schon halb leer. So. Jeder Jeck ist anders. Auf jeden Fall, natürlich. Ich habe ja meinen Mann im Rheinland kennengelernt. Ne? Ach so, ja. Ach stimmt, das Karneval. Im Kölner Karneval, und weil wir gerade das Thema Alkohol am Wickel hatten, in nüchternem Zustand. Man glaubt es nicht. Was ist denn da passiert? War der Karneval noch nicht so in Fahrt gekommen? Oder? Es war schweinekalt damals. Okay. 1994. Und alle haben gefroren. Und insofern hat man in erster Linie gekuschelt. Man hat nach Wärme gesucht. Genau. Die hast du gefunden und mit nach Berlin gebracht. Ja, es war ganz lustig. Wir waren auf der falschen Seite des Karnevalszuges. Ihr wart in Düsseldorf. Nee, schon in Köln. Ja, Hohe Pforte. Und wir wollten aber in den Teddy-Treff zum Aufwärmen. Wir mussten auf die andere Seite. Ja. Und irgendwie zwischen den Wagen durch. Und vorne griff einer meine Hand. Und einer griff hinten meine Hand. So gänseschmarschmäßig. Und ich dachte, ach, es wäre ja nett, wenn es die blaue Jacke wäre. Ich drehte mich um und es war die blaue Jacke. Das war die blaue Jacke. Und die blaue Jacke ist bis heute mein Mann, 25 Jahre. Und im Nachhinein haben wir dann festgestellt, ganz kitschig, Rosenmontag 1994 war was für ein Tag? Der 14. Februar. Ach Gottchen. Oh, weia. Valentinstag. Ach, meine Güte. Also es ist mega kitschig. Mann, es ist wirklich, das ist sehr kitschig. Ja. Aber süß. Ja, auch, wieder süß. So, jetzt schreien vielleicht manche auf, aber wir nehmen auch ein bisschen Zitronensaft dazu. Möchtest du zwischendurch abschmecken, weil man darf ja nicht zu viel Zitrone reinmachen? Eben, deswegen sind wir ein bisschen konservativ jetzt. Ja, ach, da kommt die konservative Seite von dir wieder hoch, okay, gut. Ja, ich bin manchmal links, ich bin manchmal rechts, ich bin manchmal oben, manchmal unten. Ich will damit sagen, schwarz-weiß ist nicht so mein Ding. Ja. Teil 4. So sieht unser Essen mittlerweile aus. Guck mal, wenn man uns von oben filmt, dann sehen wir wahnsinnig schlank, jung, gut, attraktiv aus. Ich finde das super. So sieht unser Essen übrigens aus. Sehr, sehr lecker.
und es duftet hervorragend. Ich hoffe, ihr könnt es wieder sehen. Ein paar Leute sind wieder da. Gibt es Ton? Schreibt mal ganz kurz, ob es Ton gibt. Dann kann ich euch nämlich wieder hier einhängen. 5. Versuch Nummer 5. Jetzt aber. Zieht's knallhart durch. Reinhard, geht's dir gut? Ja, vor allem den Pfifferlingen geht's gut. Das ist gut. Wenn es den Pfifferlingen gut geht, bin ich sehr, sehr glücklich. Ach, nee, Kinders. Ist ja ein bisschen anstrengend heute mit der Technik hier. Bin sehr, sehr froh, dass du das durchhältst. Hast du es mit der Pfeffermühle hinbekommen? Ja. Sehr gut. Alles klar. Er hat es mit der Pfeffermühle übrigens geschafft. Das wollte ich mal dazu sagen. Das ist ein schöner Running Gag. Ja, vor allem mein Mut bedarf, das bedarf hier des Entriegels. Ja, genau. Richtig. Aus welcher Dynastie stammt dieses Teil? Das stammt aus der Tumba-Dynastie. Wow. Handmade by Gabi. Ja, genau. Ah, jetzt kommt die Sahne rein. Da können wir nicht lange warten. So. Wir sollten den Anbieter wechseln. Wo seid ihr? Bei O2? Nee, wir sind wahrhaftig bei der Telekom. Ich glaube nicht, dass das heute was mit dem Anbieter zu tun hat. Das klingt nach einem... Oh. Das war der Pfarrer. Ach so, alles klar. Das klingt nach einem klassischen Facebook-Problem, das wir heute haben. Das hat nichts mit dem Anbieter zu tun. Die Verbindung ist nämlich super. Facebook aktualisiert ja gerne Freitag oder Samstags die App und ich hoffe, dass die nächste Aktualisierung diesen Fehler behebt. Oh Gott. Ich glaube, Margot hat heute keine Lust. Till. Doch, ich habe sehr wohl Lust. Ich habe nur keine Lust auf diese Störung heute. Das ist halt total nervig. Aber dann müssen wir halt durch. Okay. Aber ihr hört uns wieder, ja? Offensichtlich. Hört ihr uns? Ich hoffe, ihr hört uns. Ja, genau. Facebook sabotiert die SPD. Sahne ist ja ein wunderbarer Geschmacksträger. Und jetzt kommt kein Fleisch. Soll ich das Wasser schon mal hinten heiß machen für die Nudeln? Ja, das ja? Schadet nicht. Mach ich mal. So. So, läuft. Und es duftet. Hat ein bisschen was von Schnitzeljagd heute. Die Creme Fraiche mehr hier rauskriegen. Natürlich. Ja, ja. Mach ich doch so. Rührung. Ja, wir machen das heute mit dem Kochtalk ein bisschen mit dem Versteck. Ihr müsst alle mal irgendwie uns wieder neu suchen gehen zwischendurch. Und wir haben jetzt 5 Videos gemacht. Und das ist der Rekord. Bei Volker Beck, glaube ich, waren es nur 4. Also du hast damit schon mal was voraus. Wo waren wir stehen geblieben? Die Frage stellt sich natürlich dann doch. Verdammt, was war die letzte Frage, die wir hatten? Das wissen wir nicht mehr. Nein. Ah, du warst dein Mann, genau. Ich wollte noch, Mann, Karneval auf jeden Fall, den du in Köln kennengelernt hast. Genau. Deine grüne Stimmt, Jacke. Wir waren beim Kochen in Schweden. Die blaue Jacke. Die blaue Jacke, die du geheiratet hast, ja. Und Kochen in Schweden und auch ab und zu mal natürlich da auch Pilze, aber ja. Vor allem natürlich leckeren Fisch. Ne? Ja. Da bin ich sehr glücklich, dass du Pilze ausgesucht hast, weil Fisch ist nicht so meins. Aber ist halt. Ja, und bevor die 6. Unterbrechung kommt, ja. wir werden auch noch ein paar Rinderfiletspitzen hinzufügen und anbrutzeln. Genau, das müssen wir jetzt, glaube ich, dann fix machen. Ja, das sollte. Soll das Köcheln jetzt weiter oder können wir das runternehmen? Da muss gekostet werden. Wir sind flexibel. Da muss gekostet werden. Es kommt etwas Pfeffer rein und ich möchte ganz kurz dazu nur sagen, Reinhard hat diese Pfeffermühle ganz alleine geöffnet. Er brauchte keine Hilfe dazu. Es Im dritten einen Anlauf, Hilfe. Ja. Ja, aber es brauchten alle Hilfe. Es war leider schade, dass da die Kamera nicht lief. Danke nochmal Facebook. Und vielen Dank. Schade. Naja, das kann euch natürlich nicht passieren, wenn ihr live mit dabei seid. Am 17. November, wenn wir dann die 50. Ausgabe vom Kochtalk feiern werden. Live im Inkognito.
Natürlich könnt ihr auch bei Facebook zugucken, aber wie ihr schon mitbekommen habt, das stürzt halt alle 3 Minuten ab. Das macht keinen Sinn. Also kommt einfach live. Tatsächlich Chateau Schlönske verlassen. Das Chateau Schlönske wird verlassen. Wir sind dann live im Inkognito und ihr könnt dafür Karten bestellen. Ich packe euch den Link nachher noch in die Kommentare rein. Bei allen 5 Videos, die wir heute gemacht haben. Ich hätte sehr viele heute verlinken müssen. Ja, jetzt behaupten böse Zungen wahrscheinlich einmal Margot und Reinhard, das hätte nicht gereicht. Wahrscheinlich nicht, nein. Du machst noch eine Zitrone rein? Nachher würde abschmecken. Okay, gut. Vielleicht nochmal. Ja, gut. Dann nehme ich das jetzt runter und packe die Filetspitzen mal kurz rein. Also jetzt die Pfanne, weil ich würde das. So, und wir haben vorhin schon gefasselt, meine Lieben. Wir nehmen kein kaltgepresstes Olivenöl. Nein, das ist nicht zum Braten geeignet. Das ist zum Braten nicht geeignet und trotzdem findet es in Tausenden von Haushalten leider statt. Ja. Sondern wir nehmen wir nehmen jetzt leckeres Sonnenblumenöl. Jetzt. Ja, mit der Temperatur. Auf jeden Fall höher gehen, ja. Ja, genau. Aber über 180 wird es jetzt auch nicht gehen. Weil wir das auch wirklich nur. Genau. Ich habe die Spitzen ganz fein geschnippelt. Ja. Da sind wir, da. Und deswegen nur ganz kurz, damit es nicht zu trocken bewegt. So. Spackt es wieder? Nein, es spackt nicht. Und Facebook ist sinnlos. Andreas, das glaube ich manchmal auch, dass Facebook sinnlos ist. Deswegen guckt euch den Kochtalk live an, seid mit dabei. Und dann werden Gabi und ich auch ein bisschen was zubereitet haben, was ihr dann auch essen dürft. Ich weiß noch nicht, was für ein Gerät es, was für ein Essen es gibt, aber es wird was Leckeres. Schau mal, Tobi fragt, ob die Pilze noch da sind, solange wie ihr sie gekocht habt. Es ist noch ein bisschen was da, Tobi. Es ist noch ein bisschen was da von den Pilzen. Naja, und vor allem habt ihr ja wirklich auch XXL für Pfifferlinge gekauft. Das waren halt die aus der Gegend von Tschernobyl, die waren ein bisschen größer, aber dafür günstiger. Deswegen strahlen wir hier so. Ein paar von denen hatten auch schon Augen und haben uns zugewunken. Deswegen, das waren aber die freundlichsten Pilze. Ah, ich hole mein Gerät, damit wir hier umrühren können. So, das muss ich dann noch. Soll ich noch ein bisschen? Ja. So, dann lasse ich mal ein bisschen schneller hier warm werden. Zeit rennt schließlich. Aber ich glaube, es brutzelt schon ganz ordentlich. Ja. Es schlägt schon Bläschen, also es ist heiß genug. Es dürfte jetzt. Füllen wir das mal vorsichtig ein, damit es nicht. Ihr hört es. Es brutzelt und wir dürfen wieder laut sprechen. Hurra! Oh, ist aber schon sehr. Einfach einmal quer. Einmal quer? Na, die sind ja schon gleich sehr fest hier in der Mitte. Da hat es die Pfanne erwischt. So, und auch da geht es natürlich. Aber dann warten wir noch einen Moment. Machen wir. Ja. Soll ich noch ein bisschen reinmachen? Oder noch ein bisschen? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Nudeln brauchen. Wie lange brauchen die? Die brauchen 2 Minuten, das geht ganz schnell. Ja. Ja, okay. Gut. Dann machen wir das. Pasta Paletti. Wir haben ja extra Fische geholt. Wie kriegt man denn diese Packung auf? Mit der Schere. Ach Gottchen, mit der Schere aufmachen. Wissen Sie, was kompliziert ist? Ist nichts mit Reißen und so. Ja, auch hier haben wir nochmal ein bisschen. Die Mühle ist klasse, weil manchmal sind Pfeffermühlen immer am Verrecken. Ja. Und nichts geht über frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer. Die Pfeffermühle ist super. So, in 2 Minuten sind die Nudeln natürlich auch schon fertig. So, damit es uns nicht zu trocken gerät. Margot, nehme ich jetzt mal die Filetspitzen hier runter und nochmal die Pilze hier rauf, bitte. Ja. Und ich nehme die Pfanne gerne ab. Die brauchen wir nicht nochmal, ne? Nö, machen wir nicht. Dann
kommt die nach hinten und dann sind wir auch schon fast durch, oder? Magst du dir auch mal einen Löffel nehmen? Ja. Was für deinen Geschmack noch sehr gerne ergänzt werden könnte, sollte. Und? Ja. Tobi fragt, wieso keine Butter? Die hatten wir ja vorher. Nee, warum wir nicht mit Butter anbraten? Wegen der Hitze. Wegen der Hitze. Butter ist nicht dafür geeignet. Noch ein bisschen Salz? Bisschen Salz doch, was ich noch, ja. Ich bin aber immer ein bisschen vorsichtig am Anfang. Da wird gerade gefragt, ob wir noch singen. Ich frage meine Gäste ja immer, die kriegen einen Text immer, wo drin steht, wir singen ja auch. Und der Gast darf sich das Lied auch aussuchen. Reinhard, du hast ja auf alle Fragen geantwortet in dem Text, auf die Frage mit dem Lied nicht. Daraufhin gab es später mal eine zweite Nachricht nochmal. Da war eine zweite Frage noch gestellt, nämlich was möchtest du gerne trinken und welches Lied wollen wir singen? Du hast dann geschrieben, dass du gerne einen Rotwein trinken möchtest. Dann habe ich irgendwann nochmal eine Frage gestellt und habe auch nochmal gefragt, welches Lied singen wir eigentlich? Und da habe ich auf die andere Frage geantwortet, nicht auf das Lied. Und als wir hier waren, es ist einfach untergegangen. Hast du dann gesagt, ach stimmt, ja, wir wollten ja eigentlich was singen. Ja, Reinhard hat sich ums Singen gedrückt. Obwohl ich eigentlich eine Chorschwester bin, meine Lieben. Früher habe ich beim Schwulenchor Männerminne mitgesungen, ist aber auch schon ein bisschen länger her. Bin aber bis heute Fördermitglied. So, Frank, Achtung. Frank hat eine tolle Idee. Ja, Frank hat eine tolle Idee. Moment. Statt singen, tanzen. Tanz? Ach Gottchen. Jetzt glauben die Leute wohl, nur weil ich mal Yoga gemacht habe, würde ich jetzt alles hier machen. Also so geht es jetzt auch nicht, Leute. Ich tanze doch jetzt hier. Ja, das Problem ist, würden wir jetzt aufstehen und tanzen, wäre es ein Bauchnabel-Pasodobel möglicherweise. Was wahrscheinlich das Beste noch daran wäre. Das, ja. Nein, da. Guck mal, da sieht man hier wackeln, wackeln, wackeln. Da sind wir schon wieder. Wir haben schon wieder ein paar Zuschauer. Super. Ach Gottchen. Also, wir danken den treuen Fans. Wir danken trotz euch. Trotz der Interrupti. Ja, ja. Ne? Den Pfifferlingen hier treu geblieben sind. Den politischen Konkurrenten, Mitbewerbern. Und wollen wir das jetzt nicht nochmal hier. Nee, wir haben es ja schon gesehen. Ja. Also ich kann es ein bisschen hochhalten. So sieht es zumindest aus. Ja. Ja, man sieht das sehr, sehr gut. Man sieht das sehr gut. Das sieht toll aus. So. Ist eigentlich durch. Kann ich jetzt alles ausmachen, ne? Ja, ich denke. Das hoffe ich auch. So, dann haben wir gleich ein bisschen Ruhe und dann können wir uns jetzt ans Essen werfen. Freue mich auch schon drauf. Und ich habe wieder zwei Teller für uns vorbereitet. Das. Ach, hier kommt bitte mit drauf. So. Besteck gibt es gleich. So, und dann jetzt, wie wollen wir anfangen? Erst die Nudeln wahrscheinlich, oder? Ja. Die muss ich noch vielleicht kurz abgießen. So, jetzt mache ich dann mit dir noch jetzt. Und lassen wir es laufen. Wir hätten auch mal einen Sieg vorbereiten können. Mittlere Schokolade, hier haben wir es.
Wo habe ich es denn jetzt hier? Ach da, mein Gott, ich habe so viele Schubladen in der neuen Küche. Reinhard, was sagst du eigentlich zu der Küche? Gefällt sie dir? Die haben wir extra für dich neu gekauft. Sehr funktional. Sehr funktional und auch in den Farben geschmacklich gut ausgesucht. Da hast du ja gerade noch die Kurve gekriegt. Ja. Alles gut. So. Ich mache hier bitte drüber. Die sind schon mal sehr lecker geworden. Ich bräuchte eigentlich eine Zange. Ich habe keine Zange. Ich mache das mit dem jetzt hier. Sehr. Magst du kurz einen Teller reichen? Ja. Und. So, das kannst du schon. Bitte schön. Ach ja, gut, die anderen haben wir hier. So. Ja, schon. Oh ja. Ja. Wir haben es exakt und so. Ich jetzt meine, der Star des Abends, die Pfifferlinge. Die Pfifferlinge, so. Noch ein bisschen, oder? Ja. Ja. Sind ja doch noch welche da. Es sind doch reichlich da. Dankeschön. So. Das sieht nicht nur lecker aus, es duftet auch nach wie vor. Leider haben wir keinen Facebook-Geruchs. Immer normal. Ich arbeite daran. Guck mal, ich gebe dir einen schönen Löffel. Merci beaucoup. Ich gebe dir ein schönes Messer. Ich gebe dir einen schönen Kabel. Was hältst du ganz nicht? Und jetzt, wir haben es hart erarbeitet heute. Es war wirklich eine schwere Geburt hier. Nicht das Kochen, sondern die Technik. Wir können leider nicht auf eure Fragen heute eingehen. Die Zeit war leider, die fehlt uns jetzt. Das sieht ja hervorragend aus, schreibt jemand. Andreas. Das tut's auch wirklich. Und wir machen euch jetzt eine lange Nase. Ja, genau. Und ich fange mal an. Mmh. Mmh. Oh, toll. Und ganz wichtig, es schmeckt auch eben nach Pfifferlingen. Mhm. Das ist ja, Pilze sind ja manchmal ein bisschen sensibel. Ja. Man kann sie mit allen möglichen zubombardieren, aber lecker. Saisonal. Das ist sehr toll geworden. Also meine Lieben. Das freut mich. Ach. Bevor es Advent wird, nochmal die saisonalen Möglichkeiten nutzen. Bevor es Advent wird. Bevor es Advent wird, gibt es nächste Woche auch wieder einen neuen Kochtalk. Dann mit hoffentlich deutlich weniger technischen Schwierigkeiten. Das Rezept wird wahrscheinlich umso einfacher werden, weil ich habe drei Gäste nächste Woche. Drei Gäste habe ich hier in der Küche. Es wird sehr eng, aber es wird sehr, sehr lustig werden. Ich habe nächste Woche hier Sophia Petrillo, Dorothy Spornack und Blanche Devereaux und meine Wenigkeit und ich bin dann hier als Rose Nyland und zusammen sind wir die Golden Gmilfs. Wir kochen hier, vielleicht backen wir auch nächste Woche hier, also Jurassic Parker, Ryan Stecken, Destiny Drescher und ich werden hier nächste Woche als die Golden Gmilfs meine Küche verunstalten. Ich freue mich riesig drauf, es wird großartig. Und es wird gesungen. Es wird gesungen nächstes Mal. Es wird gesungen. Es wird endlich mal gesungen. So ein Lied von Anfang bis Ende. Das wird großartig. Und dann ist der Ton auch wieder da. Dann ist natürlich ist der Ton wieder da. Aber die Zuschauer sind dann weg. Wir werden gucken, was passiert. Ran, ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Hat riesig Spaß gemacht. Du hast tapfer das Kochen durchgehalten, während ich die Technik retten musste. Und es ist verdammt lecker. Ich komme gerne zu dir zum Essen. Gib mir 5. Ich gebe dir auch gerne 10. Ist mir so, ja, war super lecker. So, dann machen wir jetzt mal den Abspann und bei euch sage ich erstmal Tschüss. Denn ihr Lieben, jetzt musst du aufstehen, genau, super. Das war der Kochtalk mit Reinhard Naumann und Margot Schlönske. Dank an David Schwanow, greif nach. Schickt uns treue Herzen und denkt an unseren Kochtalk. Am 29. September ist der nächste um 19 Uhr mit den Golden Gmilfs hier in meiner Küche. Nochmal treue Herzen und vergesst nicht unsere Seite Margot Schlönskes Kochtalk. Teilen, liken, kommentieren. Unseren Hashtag besorgte Zutaten. Jetzt ist die Rolle zu Ende. Das war's. Mehr haben wir nicht mehr, ihr Lieben. Das war's für heute. Bis dann. Bye.